Heute nehme ich euch nach Straubenhardt zur Eröffnung des Tradeparks Schwanawarte mit. Angefangen hat alles mit einer kleinen Gruppe Jugendlicher, die im Wald illegal Trails geschaufelt haben. In 2019 beschloss dann die Gemeinde und der Schwarzwaldverein, einen legalen Tradepark zu bauen. Nach ungefähr 500 Arbeitsstunden der Jugend und 200 Baggerstunden mit einer Erdbewegung von 600 Kubikmetern entstanden drei Trails, ein Flow Trail, eine Jumpline und ein naturbelassener Trail, der mit Hand angelegt wurde. Um die Flow- und Jumpline zu bauen, wurde Aushubmaterial des neuen Feuerwehrhauses in Straubenhardt genutzt, was sich optimal für die Strecke geeignet hat, weil der Boden so einen lehmigen Anteil hatte. Bei der Eröffnung nutze ich die Gelegenheit, die Trails für euch abzuchecken und gemeinsam mit den Kids dort zu fahren. Davon zeige ich euch jetzt ein paar Ausschnitte und nehme euch auch auf jeden Trail mit. Ich habe den Trail gefunden, du machst jetzt die erste Fahrt da drauf. Okay. Komm. Los geht's. Das kannst du komplett vergessen, was du hier machst. Ja, guck mal. Oh, guck mal, mein Vorderrad schafft das. Sind wir hier am Ende der Strecke oder sind wir oben? Da hinten hoch. Oh, guck mal, der hat einen Fuchsschwanz. Ne, das ist ein Waschbärschwanz, ist das. Ein Fuchsschwanz? So, hier geht's dann hoch. Hier starten direkt alle drei Strecken rein, oder wie? Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal links. Flowline. Oh, was ist das für ein Boden? Das ist ja krass. Wow, geflattet. Juhu. Yeah. So, Nature Line. Ganz rechts. Mhm. Ja, das Spannende, es hat kaum sichtbares Gefälle, aber man ist trotzdem die ganze Zeit gut im Rollen. Ein paar Mal muss man reintreten, aber es geht. Aber natürlich, umso mehr hier gefahren wird, umso mehr wird es erst freifahren. Und irgendwann sind hier ganz viele freiliegende Wurzeln. Sehr nice. Ja, schon ein bisschen angestrengt. Ist mal wieder ruckzuck oben. Wenn ihr hier so nachmittags nach der Schule eine Runde fahrt, wie viel Abfahrten macht ihr da so? 20. Echt jetzt? Ja. So, jetzt geht's auf die Jumpline. Jetzt kommt der fetteste Train jemals.
Wow. Yo. Also ihr kennt ja die Strecke, oder? Ja. Könnt ihr mir die zeigen? Ja. So, ich bin gespannt. Aber fahrt mir nicht davon, okay? Nein. Machen wir auch nicht. Und jetzt geht die Strecke richtig. Jetzt geht's richtig los, oder? Ja. Boah, guck mal, dein Bruder, der zieht weg. Du bist viel zu schnell da vorne. Der hat sein Bike auch nicht selbst hochgezogen. Ja. Der da vorne macht es geil auf die Welt. Guck da vorne. Der Hügel? Da warst du jetzt fast zu schnell. So, pass auf, jetzt musst du wieder bremsen. Denk dran, hier musst du wieder bremsen. Aber jetzt machen wir den Rest zusammen. Jawohl. So, Linkskurve, genau. Sehr gut, hast du geschafft. Der ist so klein, der könnte fast hier drunter durchfahren, ne? Die Eröffnung wurde ordentlich gefeiert mit zahlreichen Essens- und Getränkeständen, Rätselraten für Kinder sowie einem 12 Kilometer langen Mountainbike-Rennen und Kistenstapeln-Wettbewerb. Danke nochmal für die Einladung zur Eröffnung und ich hoffe, mit dem Video habt ihr eine kleine Erinnerung daran. Ich habe jedenfalls noch einen weiteren Punkt auf meiner Trailmap gesetzt und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen hoch da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein, ciao, ciao.